Hallo im neuen Video. Wir sind kurz vor Elafonissos. Das ist die kleine Insel kurz vom Kap Malea. Wir sind unter Motor unterwegs. Aber wir müssen gucken, dass wir vorankommen, weil in ein, zwei Tagen kommt ziemlicher Westwind. Da will ich nicht am Kap sein. Wir werden da jetzt eine Nacht übernachten und dann gucken, dass wir morgen ums Kap rumkommen. Und ich muss noch am Motor was reparieren, am Außenborder. Der unter Volllast dreht er durch. Da muss ich mal die Schraube demontieren und versuchen, dass sie wieder fest bekommen, damit wir den Schub haben. Ja, es gibt immer was zum Tun. Viel Spaß in dem neuen Video. Andi? Vielen Dank. Das sind Vitamine zum Frühstück. Was Gesundes. Insel Elafonissos und das Kap Malea. Traumbucht. Schade, dass wir nicht bleiben können, weil nach Südwesten offen und genau von Südwest kommt später stärkerer Wind. Aber herrlich hier. Heute hat es ganz ruhige Bedingungen. Jetzt haben wir eine Planänderung gemacht. Wir wollten ja eine Nacht bei der Insel Elafonissos bleiben, aber weil es irgendwie sich so anbietet, so ganz, ganz leichter Wind von hinten, von Westen, gehen wir heute schon um das Kap Malea rum. Oh, das Kaffeewasser pfeift. Ich muss schnell runter. Ja, und Stützsegel haben wir schon gesetzt. Und vielleicht ist der Wind nachher doch so günstig, dass wir sogar noch segeln können. Nach dem Kap oder vor dem Kap mal gucken. Morgen wäre es so gewesen, morgen wäre leichter Gegenwind gewesen. Leichter Gegenwind. Kann auch mal schnell viel Gegenwind sein. Da haben wir uns gedacht, gehen wir lieber heute rum. Ist günstiger heute. Ja, heute zeigt sich das Kap Malea von seiner sanften Seite, zumindest bisher. Wir hoffen, dass es so bleibt. Mal gucken, was dann ist, wenn wir davon um die Ecke kommen. Wir wissen auch noch gar nicht so richtig, wo wir jetzt hingehen. Das ist so eine kleine Bucht, aber ob die jetzt für die Nacht so toll ist. Vielleicht gehen wir bis Monevasia, dann haben wir noch ganz schön Strecke vor uns. Jetzt sind wir direkt hier an der Südspitze vom Kap Malea. Es ist schon mächtig. Wir haben 17 Knoten Rückenwind, das ist recht angenehm. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir gehen nach Monevasia. Von da oben vom Kap kommt jetzt ein ganz warmer Wind runter, also richtig warm. Gefühlte 10 Grad mehr wie vorher, oder? Das reicht gar nicht.
Wir haben unseren Ankerplatz erreicht bei Monemvasia. Und hier ankert auch dieses tolle Kreuzfahrtschiff mit Segel. Ja, und es ist richtig doll warm geworden. Nach diesem dritten Finger von Peloponnes, also nach diesem Kap Malea. Boah, ein Temperaturunterschied, Wahnsinn. Erstmal alle Luken auf, gell? Ist echt warm geworden. Boah, Hammer. Puh. So, jetzt haben wir es kurz vor 6. Seit um 8 in der Früh sind wir heute unterwegs. Ja, war schon recht lang und jetzt wird es Zeit. Ein Radler. Für einen Anleger. Oh. Ein altes Fixbier. Und Andi kriegt ein Fixbier. Das mag er gern. Wow. Wir haben wieder eine Baustelle, unser Außenborder, und der dreht einfach durch, oder Schatz? Leer. Der dreht durch, siehst du das? Ah ja. Ja, und wir haben heute Nacht hier geankert und ankern immer noch, haben uns für diese Seite entschieden. Und man kann auch genauso gut auf dieser Seite ankern. Da ist sogar mehr Platz. Nur die hatten gestern so Nordostwind noch abends angesagt, deshalb sind wir auf die andere Seite gegangen. Aber der kam eigentlich gar nicht. Wäre mal hier besser aufgehoben gewesen. Und da kann man sogar an der Mole festmachen. Weiß aber nicht, ob das kostenlos ist. Ja, und wir laufen jetzt eben in die antike Stadt vor. Und was ich so gesehen habe, sind es so 1,5 Kilometer. Ist also gut zu machen. Wir sind früh unterwegs, wobei es schon ganz schön warm ist. Ist abartig, wie sich die Temperatur hier seit dem Kap verändert hat. Wahnsinn. Wir hatten gestern auch ganz einen lauen Abend. Es war richtig warm. Vielleicht der erste richtig laue Abend, gell? Ja, wir sind lang draußen gesessen. Es war schön warm, aber am Abend ist schon ein bisschen kühl geworden. Gerade auf dem Wasser ein bisschen Windchen war und gestern war der erste richtig laue Abend. Ja. Oh, und jetzt sind wir hier. Gleich am Eingang in die Stadt. Das scheint der einzige Eingang zur Stadt zu sein. Oh, toll. Wow. Schauen wir erstmal nach oben, bevor die große Hitze kommt. Das ist ganz schön hoch. Ja. Aber das geben wir uns. Ne? Na klar. Oh, ja, bis da hoch. Wow. Jetzt die Ruinenstadt hier oben. Jetzt sind wir in der Oberstadt. Der Blick wird immer noch besser. Da muss man schon fast schwindelfrei sein, hä? Ja. Uiuiuiui. Thank you.
hier. Die Stadt ist sensationell. Und man muss fast schwindelfrei sein, wenn man hier hochgeht. Hier gebraucht. Der chilligen Roofbar. Sehr genehm hier oben, schattig und luftig. Und eine tolle Sicht. Mhm. So, jetzt haben wir noch fest eingekauft, einen tollen Supermarkt gefunden. Und jetzt haben wir zu zweit gepaddelt, das ging besser. Jeder als Stechpaddel das Paddel genommen. Sonst sind die zu kurz, die Paddel. Heute haben wir schon viel erledigt. Wir haben eine wunderschöne Stadt angeschaut, wir haben unseren Müll entsorgt und wir haben eingekauft. Und jetzt legen wir ab und jetzt soll es zur nächsten Ankerbucht gehen, Richtung Norden. Geht es durch das Aluminium durch, in das Gummi rein, dann kannst du nicht mehr durchdrehen. So sollte es sein, so der Plan. So die Theorie. Das muss eigentlich funktionieren. Ja, wir fahren hier gerade an einer wirklich wunderschönen Küste vorbei. Und es ist auch unschwer zu erkennen. Wir haben keinen Wind. Das Wasser ist total glatt. Gerade da vorne ist jetzt ein Hauch, jetzt sind wir aber eh gleich da. Und zwar dahinter dieser Landzunge da vorne ist unsere Bucht, die nächste, wo wir heute rein möchten. Das ist wieder ein toller Ankerplatz, eine tolle Kulisse. Wir müssen eine gute Taverne heute Abend finden, dann ist die bald in Ordnung. Das ist bestimmt kein Problem. Da, mächtige Berge da oben. Und ein idyllisches Dörfchen. Läuft wieder. Der Außenborder funktioniert wieder, super. Es dreht nichts mehr durch. Wir haben gerade was Komisches hier im Wasser entdeckt. Man kann gar nicht sagen, was das ist. Irgendein seltsamer Wurm. Sieht aus wie eine Qualle, ist aber 2 Meter lang. Ja. Könnte aber auch so eine Nacktschnecke sein, oder? Keine Ahnung. Durchsichtig wie eine Qualle, mit lauter orangen Punkten. Sehr seltsam. Möchte auf jeden Fall nicht reinschwimmen. Ja, mittlerweile haben sich 4 Boote hier in der Bucht eingefunden, bei Kiparisi. Morgen soll ziemlich starker Westwind kommen und da sollte man hier ganz gut liegen, haben sich die anderen wahrscheinlich auch gedacht. Und wir hoffen, dass es wirklich so ist, dass hier nicht so starke Fallböen von den hohen Bergen runterkommen. Mal gucken morgen. Na, die Katzen immer. Hier kann man es aushalten, schön hier. Ganz chillig, ganz ruhig, total beschaulich. Gefällt uns. Champions League Finale. Ich muss gestehen, ich bin ja für Real Madrid. Das sind immer lange Zeit in Spanien immer und das ist eine halbe Spanier schon.
So, jetzt ist nachts hier die volle Action losgegangen. 31 Knoten Wind haben wir schon gehabt, Max. Hinter uns das Boot, das Scheiße, das treibt gerade ab. Ich hoffe, die merken das. Die hatten wohl nicht genug Kette draußen. Wir haben jetzt noch Kette gegeben. Voll übel, hey. Was da runterkommt. Vor allem nachts war gar nicht gemeldet. Wo entspannt der Kette ungefähr? F5 meldet er. Das ist viel, 31 Max. Puh. Jetzt bin ich schon ein bisschen 19,8. Blast ganz schön. Ja, wir haben jetzt noch Kette gegeben. Das wollten wir eigentlich alles morgen erst machen, weil heute Nacht gar kein Wind gemeldet war. Hammer. 60 Meter haben wir jetzt draußen. Die hinter uns haben auch nochmal kräftig Kette gelassen, glaube ich. Und das eine Boot treibt da hinten ab. Voll krass, echt übel. Puh. Das einzige Gute ist, sie treiben auf die Öffnung und nicht irgendwie auf die Bucht zu, also auf die Felsen oder so. Oh, ich darf gar nicht drüber nachdenken, das ist echt gruselig. Also das Boot, was abgetrieben ist, habe ich es mit dem Fernglas beobachtet, hat jetzt Lichter an, Positionslichter, kommt jetzt wahrscheinlich wieder in die Bucht rein, Motorrad, hoffe ich. Die sind voll abgetrieben, ich weiß gar nicht, wie man da schlafen kann, ich werde da immer wach. Boah, krass. Das blast hier echt furchtbar runter. Ja, und Andi hat sich jetzt wieder hingelegt und ich bleib wach. Ich kann da sowieso nicht schlafen, kann ich wach bleiben, habe ich gar kein Problem damit. Und wir haben es in der Nacht um, ich glaube, 3:30 oder so. Spitze. Und eigentlich habe ich die Nacht echt super geschlafen, weil es recht ruhig beim Ankern war. Bis dato. Und das ist so ein kleines Flackerlicht, wo ich daneben sitze. Das ist keine echte Kerze, sieht nur so aus. Also nicht wundern, wenn mein Gesicht immer hell und dunkel wird. Ich hoffe, man kann überhaupt irgendwas erkennen. Ja, mittlerweile dämmert's. Ist schön, wenn man wieder was sieht. Und der Wind hat sich für den Moment zumindest auch gerade beruhigt. Und ich bin jetzt total müde. Ich bin jetzt fast, ich glaube, zwei Stunden hier draußen gesessen. Mittlerweile haben wir es nach 5. Und ich hau mich jetzt mal aufs Ohr, versuche noch ein bisschen zu schlafen. Ja, wir legen jetzt heute doch ab, nachdem heute Nacht diese Pfeilböen brutal reingestanden sind hier. War ganz schön aufregend. Und jetzt gehen wir Richtung Norden ein Stückchen rauf auf die Insel. Wie heißt das, Sibi? Spezza oder so ähnlich. Spezza. Ich hab's noch nicht ganz auf dem Schirm. Ich sehe meinen schönen Segeltag, denke ich mal. Und da wollten wir hin. Mein Schatz muss seine Schulter wieder in Gang kriegen. Schmerztabletten helfen ganz gut, entzündungshemmende. Wir vermuten nämlich eine Schleimbeutelentzündung. Nachts wahrscheinlich ein bisschen Zug bekommen. Genau wissen wir es aber nicht. Voll blöd. Ja, ich habe mir vorhin ja nochmal den Windy angeschaut mit Andi. Und er hat da heute, wo wir geankert haben, so 27 Knoten teilweise drin. Und hat er heute Nacht aber eigentlich gar nichts drin gehabt und da sind über 30 Knoten, 34 Knoten angekommen da unten. Und dann habe ich zu Andi gesagt, wenn der heute Nachmittag 27 meldet, was kommt dann da unten an? Wahrscheinlich über 40. Und habe ich gesagt, ich würde gerne woanders hin. Andi hat zugestimmt, die anderen Boote haben auch alle abgelegt, bis auf die Schweden, die es heute Nacht abgetrieben hat. Die liegen noch drin, also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile auch rausfahren. Auf jeden Fall, aha, das war heute echt übel, heute Nacht. Also da ist mir echt mulmig geworden, wie ich das gesehen habe, wie es die abgetrieben hat. Das hätte echt übel ausgehen können. Ich war dann echt froh, ich habe es mit dem Fernglas immer beobachtet, wie dann endlich am Boot unten ein Licht anging und die wieder reinmotort sind. Puh, nochmal gut gegangen. Muss echt immer aufpassen. Ist nicht so ohne. Ich habe übrigens, wie ich heute den Anker hochgeholt habe, nochmal dieses seltsame Gebilde gesehen, was wir gestern gefilmt haben. Diesen langen, durchsichtigen Wurm. Und ich habe dann gegoogelt, das ist wohl eine Salpe gewesen. Vorher noch nie gesehen. Gestern, also heute beziehungsweise, habe ich gleich zwei gesehen, eine kurze und eine lange, die ich einen Anker hochgeholt habe. Verrückte Teile. Sind aber wohl harmlos und sehr empfindlich. Also wenn man sie berührt oder so, gehen die wohl ganz schnell kaputt. Verrückte Wesen gibt's. Ich filme mal wieder auf dem Plotter, da sieht man immer ganz gut, wo wir sind.
Das ist die Insel Spetses. Eigentlich hatten wir uns diese Bucht hier schon ausgeguckt. Die sieht ganz gut aus. Liegen auch einige Boote drin, sehe ich gerade übers AIS. Aber heute Nacht soll Nordwind kommen. Nordwest, und der steht dann da total rein. Also jetzt haben wir beschlossen, wir gehen heute mal nach Porto Heli hier hinten rein. Das ist eine große Bucht. So ein Naturhafen, sage ich jetzt mal. Das gucken wir uns heute mal an. Ja, die Landschaft hat sich jetzt schon verändert. Im Peloponnes im Süden ist ja wirklich alles extrem bergig. Hohe Berge. Und hier ist es jetzt wieder viel flacher. Und das ist die Einfahrt jetzt nach Porto Heli. Und jetzt kommen wir in das große Becken am Ende der Bucht, wo viel Platz sein sollte zum Ankern. Anker hat hier sofort gehalten, da ist ein ganz gut haltender Boden. Von liegt eine versunkene Ketsch, kein schöner Anblick. Ansonsten hier super viel Platz. Andi, das mit der Ankerentlastung mache ich. Ansonsten hier super viel Platz zum Ankern. Wir nutzen ja gerade das App Navili. Das ist so eine App, Sailing-App, wo man die Buchten beschreiben kann, wo man nachlesen kann von den Häfen. Das ist super, nutzen glaube ich fast alle mittlerweile. Und ich wollte jetzt gerade einen Beitrag reinschreiben von Kiparissi, weil da hat man ja wirklich keinen gemeldeten Wind gehabt. In der Nacht haben wir weit über 30 Knoten gehabt. Aber ich sehe gerade, unser Nachbar, der Franzose Philipp, hat er glaube ich geheißen, der hinter uns gelegen ist, der hat das schon passend reingeschrieben, vor Stunde zwei. Und der schreibt hier sogar von über 40 Knoten bis 40 Knoten, in zwei Stunden lang. Und das ist die App hier. Und da sind die Symbole drin. Kann man es gleich einen Eintrag reinmachen, wenn man da drauf geht. Kiparissi, kann man sehen, ansehen. So schaut es denn da aus und so war es auch. Und da ist der Philipp, der hat hier reingeschrieben, ganz aktuell, vor kurzem. Er schreibt hier mit zwei Stunden lang Winde von 30 Knoten bis in Böen 40 Knoten. Aber der war ein bisschen weiter hinter uns und hat auch 60 Meter Kette gegeben, schau, wie wir. Mhm. Und der war ein bisschen weiter hinter uns, hat vielleicht die Böen noch ein bisschen mehr abbekommen. Na gut, dann brauche ich nichts reinschreiben. Muss ja nicht doppelt reinmachen. Heute bleiben wir mal komplett am Boot und morgen schauen wir, dass wir relativ früh aufstehen und dass wir noch ein bisschen was erledigen können, solange es noch nicht so warm ist. Dann gehen wir an Land und dann schauen wir mal, da vorne hat es einen großen AB-Markt, ein bisschen einkaufen, dann mal hier rumbummeln, die neue Marina da vorne anschauen. Da ist auch eine Laundry ganz da vorne, habe ich gesehen in Google Maps. Das ist allerdings 1,3 Kilometer oder so zum Laufen. Also mal gucken, da schauen wir vielleicht auch mal, dass wir Wäsche waschen, wäre auch mal an der Zeit. Ja. Hier ist mal ganz gut aufgehoben für solche Sachen. Ja, wir sind jetzt um den Peloponnes rumgesegelt und sind mittlerweile im Argolischen Golf angekommen. Momentan in der Höhe Porto Heli. Das war auch unser Ziel, dass wir hierher kommen und dann ein paar Wochen hier abhängen und uns gut gehen lassen. Wir werden die nächste Zeit hier im Argolischen Golf uns einiges anschauen. Später im Saronischen Golf, die paar kleinen Inseln außenrum noch vielleicht. Und dieses Video endet jetzt hier. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.